Begrüße alle Kunden, begrüße alle Realkunden und ich begrüße auch alle online. Wir haben ja die Sendung Einzelhandel stirbt und es lebe der Einzelhandel. Und da haben wir natürlich einen Bericht gemacht und wir haben auch live geschaut. Wir haben also live geschaut bei Amazon bei den Dreharbeiten. Da hatten wir eine Firma, die man kaum aussprechen konnte, die bot uns dann dieselben Figuren für 6,18 € ein. So, wir haben dann natürlich eingekauft, ist klar. Auch während der Sendung haben wir dann dort eingekauft und plötzlich kam dieselbe Ware, 5,99 €, ohne Kosten, ohne alles, würden die aus Amerika zu uns geschickt. So, jetzt haben wir natürlich eine Nachricht von Amazon bekommen, dass die Firma alles storniert habe und man könnte die Ware regulär dort einkaufen. Mitnichten. Also wir gehen dann auf den Link, auf den Pfeil und da ist ein ganz anderer Name und dann kostet dieselbe Figur immer noch kostenfrei 9,91 €. Es handelt sich hier um Obi-Wan Kenobi, der von Hasbro, 15 cm groß, für genau 19,99 € angeboten wird. Hin und wieder sogar mit Versandkosten, versteht sich, umsonst schickt keiner. So, also diese Firma ist uns jetzt negativ aufgefallen, die halt für 6,18 € dann 5,99 € und jetzt für 9,91 € unter einem ganz anderen Namen. Den ersten Namen konnte man nicht aussprechen, der war schwer merkwürdig, weil irgendwann mit J, S, C, H, also ist ja nicht mehr auffindbar. So, jetzt heißt die Firma anders, also weil das zu suspekt ist, wurde natürlich Amazon diesbezüglich jetzt angeschrieben, die sollten das doch bitte mal kontrollieren, weil da stimmt was nicht. Die Ware kann nicht 6,18 € aus Kalifornien, Amerika gesendet werden, ohne zusätzliche Kosten. Und dann ein paar Minuten später kostet dieselbe Ware, selber Anbieter, 5,99 €. Und dann ist die dann plötzlich natürlich storniert und man bekommt diese Ware natürlich nicht. Alles, alle Informationen sind weg. Und wenn man dann auf den Link geht, den Amazon einem da gibt, ist dann plötzlich ein ganz anderer Name. Und dann kostet, wie gesagt, die Figur 9,91 €. Genauso wie vorher. Alles steht so wie vorher. Und wenn man dann auf den ihren Seiten geht, ist da irgendwie so ein Murks. Laden, keine Ahnung. Also jedenfalls ist da wohl ein schwerer Fake bei Amazon eingelaufen und den Fake werden wir uns dann mal gemütlich zur Brust nehmen. Aber eine Figur hole ich mal eben von der Wand und spreche über diese Figur. Ein paar Sekunden warten. Es geht mal wieder um diese Figur hier, Captain Cassian Andor, der bei den Dreharbeiten dann plötzlich 10,41 € gekostet hat. Wir haben natürlich viel mehr dafür bezahlt, aber lassen wir das jetzt mal im Raum stehen. Jetzt bei diesem Nachruf, bei dieser Recherche, was geht denn hier ab, punkto Figuren, kostet diese Figur heute nur noch 9,91 €. Es ist also 9,40 €. Ich muss aber dabei sagen, das ist mal wieder eine Ware, die überklebt wurde, die nicht im Original zu finden ist. Es gibt auch keine Nummer, die man eingeben könnte. Also es gibt Figuren, da fragt man sich wirklich, sind die überhaupt echt? Wo kommen die her? So wie der Fall 6,18 €, 5,99 €. Gut, wenn der irgendwann mal 5,99 € kostet, dann sollte man wirklich mal nachgucken, was ist mit dieser Figur geschehen. Weil die restlichen Figuren kosten immer noch bis zu 49,95 €. Ein Scarab kostet mittlerweile 69, aber da bin ich dann auch mal auf die Spur des Scarabs Trooper gegangen und habe ihn jetzt gefunden für 25,57 € über Amazon. Wird über Amazon geliefert, kommt von Amazon. Den habe ich mir sogar zweimal bestellt. Mal schauen, wann er kommt. Schauen wir mal, wann er kommt und ob der wirklich ein Scarab ist. Ja, hin und wieder kann man bei Google eingeben, Scarab Trooper, und dann kostet er heute nicht mehr 61, er kostet heute 67. Er kostet heute 67,15 €, 61,91 € kann man den auch nochmal bekommen. Ich gehe mal drauf und tue so, als ob ich ihn kaufen wolle. Ja, also wie gesagt, 67,15 €.
plus 8,39 Euro. So, es kann sein, dass auch dieses Video hier torpediert wird, weil wir jetzt ein bisschen auf Amazon eingehen, Facebook eingehen, Google eingehen. Und seitdem wir das machen, ist das nicht mehr so angenehm. Ja, plötzlich funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Man kann sich nicht mehr unterhalten, aber wir haben nun mal mehrere Kommunikationsräume. Und somit ist das schon interessant. Also da, wo die Sachen hochgefahren werden, wo dann das Studio ist, wo hochgefahren wird, wo dann alles eingemanagt wird, wo der Schneiderraum ist, wenn wir da hochfahren und warten da ein paar Minuten, ne? Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel, schon war die Sendung, ging gar nichts mehr, man konnte dann nichts mehr, man konnte, man hat es ja bei Facebook hochgeladen, man hat ja einigen den Link gegeben, weil die uns ja gefragt haben, könntest du nicht mal so einen Bericht machen? Natürlich mache ich Berichte, wenn die interessant sind, ziehe ich die auch durch. Dieses scheint jetzt sehr interessant zu werden mit Amazon, auch mit der Kenobi-Figur. Ich bestelle jetzt nicht mehr. Jetzt kostet sie 9,91 Euro, weil fiktiv, ohne Kosten, ohne alles, meine lieben Freunde, auch die kommt nicht an. Also ich werde jetzt da keinen Klick mehr drauf machen. Auch nicht für 6,18 Euro, auch nicht mehr für 5,99 Euro und auch nicht für 9,91 Euro, ohne jegliche Kosten aus Amerika. Ihr wisst, mit Amerika kann man nicht einfach Ware bestellen. Ihr wisst, wo die landen beim Zoll. So, diese Ware würde dann aus England bezogen. Warum die überklebt worden ist, weiß ich nicht. Ist aber gemacht worden. Kostet jetzt nur noch 9,49 Euro, gestern 10,41 Euro und davor, wie die noch hier so, wie die anderen auch, zwischen 39,95, 49,95. Jack Pacific, ja, da muss ich jetzt draufdrücken, meine lieben Freunde. Ich kriege die so gut wie Geschenk über Amazon. Ich bekomme die über Amazon geschenkt, also ich bekomme die über Amazon geschenkt, da muss ich sie jetzt bei laufender Kamera bestellen. Tut mir leid, muss ich. Zeige ich euch dann auch, ich kriege die so gut wie geschenkt, aber von Amazon, ist jetzt kein Fremder, also Amazon, glaube ich, nehme ich, dürfte am Freitag erscheinen, müsste also morgen schon da sein, also tut mir leid, die muss ich nehmen, zu dem Preis kann ich nicht nein sagen, verrate ich jetzt auch nicht, herrlich, nee, geht nicht, haben die noch mehr, sehe ich gerade, haben die noch mehr da im Angebot, muss ich gucken. Die ist mir im EK zu teuer. Gestern auch haben wir uns ein Digitalisationsgerät angeschaut. Sollte kosten 399, 365. Heute kostet dasselbe Digitalisationsgerät 402,50 Euro und 433,30 Euro. Also warten wir wieder, bis dieses Gerät wieder so angeboten wird, wie es war. 399, 365. Und bestellen es dann. Wie gesagt, ist schwer merkwürdig momentan hier, dass da einige so kuriose Sachen da kommen, dass die da, wie gesagt, erscheinen 5 Euro, ich meine 6,18 Euro, obwohl, stimmt, ich habe einmal eine Figur für 3,90 Euro, die ist wirklich gekommen, ja, 3,90 Euro und die Figur ist wirklich gekommen, keine Verpackung, nichts zusätzlich, die kam wirklich 3,80 Euro. Deswegen habe ich jetzt auch bei den 6,18 Euro und bei 5,99 Euro auch. Aber ich kaufe die jetzt nicht nochmal ein, wenn die jetzt so dermaßen im Preis fällt, bleibt die jetzt gemütlich an der Studiowand hängen. Mal gucken, ob ich was Neues finde. Also wie gesagt, wir sind sofort torpediert worden. Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Ich unterhalte mich täglich mit Leuten. Hier stirbt wirklich. Sehr, sehr viele gehen und sie gehen und sie gehen, weil es lohnt sich nicht mehr. Von einem Artikel kann man nicht leben. Von einem einzigen Artikel geht nicht. Keine Chance. Ja, solange wie es uns gibt, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wir sind eine Dienstleistung. Wer unsere Dienste in Anspruch nimmt, bekommt auch Leistung dafür. Für wenig Geld. Und es wird auch immer so bleiben. Und die Figuren, wie gesagt, sind Kulisse. Wir bedanken uns nochmal bei Rupert Schneider. Rupert Schneider hat uns viele Sachen hier angeboten, die wir jetzt hier aufgehängt haben. Auch Künstler haben Schwierigkeiten in ihrem Atelierstudio, da ihre Sachen zu verkaufen. So, und wenn irgendwann das alles nicht mehr gibt,
wäre traurig, wenn es keinen Einzelhandel mehr geben würde. Aber diese sogenannte Schnapper-Generation wird ja wirklich regelrecht erzogen. Ich war gerade bei Dölle, habe meine leckeren Brötchen, die ich mir gleich zu Gemüte führe, gekauft. Da war auch vor mir eine. Wir müssen ja da immer jetzt so eine Plastikkarte abgeben. Diese Plastikkarte kann man auch füllen. Wenn man diese Plastikkarte füllt, kriegt man sogar 10% Rabatt. Die Oma sofort, füllen, 10%. Brot statt 3,30 Euro, dann nur noch 2,99 Euro. Ah, sehr gut und so weiter. Also, ja, ich, Gesellschaft, Schnäppergesellschaft, da haben wir gerade noch hier von der Messe, alle volle Stunde, hat so einen Eisdeal-Verkäufer dort sein Eis umsonst, ja, angeboten. Also eine Schlammschlacht war da nicht. Es war eine richtige Schlammschlacht. Nur wegen einer Eiskugel, hat er da immer verschenkt, ja, zur vollen Stunde. Und die ganzen Messeleute sind regelrecht auf ihn gestürzt, ja, um diesen einen Eisball umsonst zu bekommen. Was ist denn bloß los? Egal, wenn die Gesellschaft so wird, dann bleibt sie so. Ich habe diese Figur und die bleibt da auch hängen. Ich kann sie also für jeden Realo, könnt ihr das selber bestellen, bestellt bitte bei Amazon. Bei Amazon bekommt ihr alles billiger. Ne? Ja, aber nicht alles. Alles auf keinen Fall. Aber naja, bestellt bitte schön bei Amazon. Ja, ich habe gerade aus einem Fall gehört, so Jugendliche haben sich über 20 BHs bestellt, haben die fröhlich da zu Hause angezogen, haben alle 20 BHs wieder zurückgeschickt. Genial, Amazon macht es möglich. Ich kaufe mir 1000 Figuren, gucke mir da 15 Minuten an und dann schiebe ich die alle wieder zurück. Genial, ne? Ja, toll. Ja, es lohnt sich gar nicht mehr. Wie gesagt, auch Videos für 18-Jährige lohnt sich nicht. Muss man 5 Euro extra bezahlen. 18 mal drauf, sind keine Versandkosten. Das sind 5 Euro extra. Nur weil das ein Film ist, der ab 18 ist. Er wird angeboten für 10,15 Euro und dann zahlt ihr nachher 15,15 Euro. Auch als Prime, wohlgemerkt. Auf 18er Ware ist eine Schutzgebühr von 5 Euro extra. Ja, so kann man auch reich werden. Tja, tja, tja. So, ich trinke mir jetzt einen gemütlichen Kiffchen. Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Wie gesagt, nach der Sendung sind wir sofort torpediert worden. Und ist klar, wir decken auf, wir arbeiten dran. Wir werden versuchen, noch mehr aufzudecken. Ne? Also, wir arbeiten dran. Ich sag nur Rewe, Real, Saturn, Mediamarkt. Ne? Noch nicht einmal, wohlgemerkt, noch nicht einmal die Metro-Gruppe kriegt man sowas hier für 9 Euro. Ne, für 29, 39, 49 in der Metro, wo wir Einzelhändler einkaufen, kostet die Ware richtig Geld. Nur bei Amazon. Bei Amazon kriegt ihr schon für 5,99 Euro, 6,18 Euro und jetzt 9,91 Euro. Also dem Verein da, den glaube ich nicht. Also, hin und wieder meinen die auch, schieben die einen dann zu dem, da kaufe ich die lieber noch für 19,90 Euro, das ist wirklich. Ne? Ne, ne, ich kaufe die auch für 9 Euro, ich kaufe die auch für 5 Euro, ich kaufe die auch für 3 Euro, ja? Wenn angeboten wird. Und dann ziehen die sich zurück und stornieren. Also, da stimmt was nicht, wir verfolgen den Laden jetzt. Wir beobachten jetzt Amazon und so weiter. Wir werden natürlich torpediert, ist klar, aber wir haben ja genug Sendekapazitäten, wir haben genug IDs, um uns wieder in die Öffentlichkeit hinzubekommen. Alle IDs können sie nicht löschen, das geht nicht. Also, so sieht's aus mit Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. So, zum Abschluss des Einzelhandels stirbt und der Einzelhandel lebt, hier der BB8, der jetzt mittlerweile nicht mehr so teuer ist, der mittlerweile bei Amazon nur noch 49,99 kostet. Ein Problem ist, dass dieses gute Stück schon im Einkauf beim Großhandel für uns Firmen, für uns Einzelhandelsfirmen 69 Euro kostet. Ja? Plus Mehrwertsteuer, plus Versand. Wir müssen ja ab einer gewissen Summe im Großhandel einkaufen. Deswegen, jetzt lohnt sich alles nicht mehr. Also meine lieben Freunde, kauft bitte immer nur bei Amazon. Und diejenigen, die hier mal vorbeikommen, ihr bekommt die Preise dann auch, wie bei Amazon ist klar, wenn ihr hier erscheint. Wir verschicken den jetzt nicht. Mal schauen,
was Amazon dafür jetzt nimmt hier für diesen Jack Pacific BB-8. Ist nur einer auf Lager, kostet also 4,99 € zusätzlich noch an Versandkosten. Hier, jeder bietet den jetzt an für 49,99 €. Ist also nicht, also ist über Amazon beziehbar und macht auch Spaß dort zu kaufen. Es gibt ihn natürlich auch teurer, ist klar, also bis zu 65 € wird der angeboten. Und wie gesagt, Amazon hat noch einen auf Lager bei Manga Toys. Die verkaufen ihn für 49,99 € plus 4,99 € Versandkosten, obwohl der hier 10 Kilo wiegt. Der wiegt 10 Kilo und kann also nicht mehr für 69, kann also auch nicht mehr für 9. Also am ersten Tag an, werde ich nie vergessen, kam der 129 €. 129 € wollten die für den BB-8 haben. Ja, so war das. So, und jetzt kriegt er ihn 10 Kilo schwer bei Amazon für genau 49,99 € plus 4,99 €. Ich kann jetzt mal gucken, ob es den auch als Prime gibt. Ja, den gibt es auch als Prime. Ihr könnt ihn also auch als Prime bekommen. Nur dann kostet er 80,90 €. Mal scharf drüber nachdenken. Für alle Prime. Alle, die Prime sind. Warum kostet der jetzt für Prime 80,90 €? Wird versandt durch Amazon. Und wenn ihr kein Prime-Kunde seid, bekommt ihr den hier für 49,95 €. Ich will einfach mal darüber nachdenken. Meine lieben Prime-Freunde, ihr seid Prime. Warum zahlt ihr 80,90 € dafür, wenn ihr ihn doch für 49,95 € ohne Prime bekommt plus 3 € Versandkosten, obwohl der 10 Kilo wiegt? Ach Leute, denkt doch mal drüber nach, ihr Online-Fanatiker, ihr liebt Online, ihr mögt Online, ihr seid Prime, ihr habt Netflix, ihr habt alles. Ach, ihr streamt ja nur noch, ihr lebt ja nur noch im Online-Wahn. Vorhin fragte ich jemand, was machst du, wenn ich dir jetzt 1 Million gebe? Warum nachdenken? Kauf mir erstmal den allerbesten Computer. Also er kauft sich den allerbesten PC, wenn ich ihm 1 Million geben würde. Hammer, ne? Ich frage mich dann manchmal, was soll ich mit 1 Million anfangen? Nicht wohl am Alter, bin ich mehr so verseucht wie ein 18-Jähriger, 25-Jähriger. Ja, die denken dann sofort an einen PC. Ich schätzungsweise an einen sehr schönen Mustang. Shelby, wenn ich 1 Million geschenkt bekäme, ja, so wäre das, ne? Ja, Computer habe ich ja hier genug. Wir sind einem faulen Ei auf der Spur. Wir sind ja Amazon verrückt, wir kaufen bei Amazon, der Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Dank Amazon geht es ja dem Einzelhandel nicht mehr so gut, nicht nur durch Amazon, eBay und so. Nein, aber auch durch solche faulen Eier. Wir haben hier reichlich bestellt. Wir haben dann erstmal die Bestellbestätigung bekommen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Der Obi-Wan Kenobi für 6,18 € aus den Vereinigten Staaten, angeblich Kalifornien. Sollte der Obi-Wan Kenobi kommen für 6,18 €. Ein Tag später kam dieselbe Figur dann plötzlich nur noch 5,99 €. Und nach dem dritten Tag sagt Amazon, die Ware wäre storniert worden und ich sollte einen anderen Link anklicken. Dann habe ich einen anderen Link angeklickt, dann kostet die Figur plötzlich 9,81 €. Genau dasselbe, Kalifornien, ohne Verpackung, also doch Verpackung, aber ohne Kosten. Ohne zusätzliche Kosten würde das dann 6,18 €, 5,99 € und jetzt mit dem neuen Link würde es kosten 9,81 €. Ich habe die Nase dicke. So, ich wollte euch mal eben zeigen, natürlich bei solchen Preisen habe ich das alles mal angeklickt. Hier war dieser Flametrooper, jeder kennt die Originalpreise, Flametrooper, sollte auch 6,18 € kosten. Oh, ihr seht gleich eine tolle Figur. Also ich hätte sie euch gerne wirklich gezeigt. Aber hier diesen riesen Karton hier, den riesen Karton, ich habe jetzt nicht drauf geguckt, auch 6,18 €.
wäre gewesen Star Wars The Rise of Darth Vader Figuren sind Darth Vader, Imperial Shock Trooper, Minion Druid, optischer Zustand neu. Ja, was haben wir da noch? Ja, das war ja der Hammer. Drubak, riesengroß, kostet regulär 129. Das war die erste Figur, deswegen bin ich da drauf gekommen. Drubak, ne, den Drubak, auch für 6,18 Euro mit Stormtrooper und so weiter. Ich halte mir das mal gut fest jetzt. Jetzt hier so eine Riesensache. Wäre gewesen Collector Set Illusion Clone Trooper to Stormtrooper Version 1 mit AOTC Clone Trooper, Clone Commander und Sand Trooper Extra Dirty Star Wars Rogue. Zustand neu. 6,18 Euro. Also, ja, ist natürlich auch storniert worden, ist klar. Auch so eine fiktive Geschichte, ich krieg da jetzt nicht an. Soll jetzt 9,81 Euro kosten. Also, also ich habe mein Konto noch nicht gesehen. Also wenn die da abgezogen haben, wäre das schlecht. So, dann haben wir hier 6,18 Euro. Könnt ihr ausrechnen, wie viel ich schon hochhalte, mal 6,18 Euro. Wäre gewesen Battle Pack Disbank at Last Homestead mit Onkel Owen, Tante Beru, Sun Trooper, Wom Rutte und Hütte. Grüße, hi, du Alter. Wie geht's dir? Ich muss aber unterbrechen hier. Okay, dann unterbreche ich jetzt. Setze er sich. Komm. Hey, bist du gleich im Fernsehen? Nein, wolltest du rein? Er ist im Fernsehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ne? Was hast du denn zum Tier Amazon? Du kannst direkt hier mitarbeiten. Amazon betrug. Hier waren wir. Die Figur 6,18 Euro, ne? Und dann so Riesenfiguren, die 129 kosten hier 6,18 Euro. Worum es gleich geht, werde ich dir sagen. Und zwar haben die das dann storniert. Dann sollte man einen anderen Link anlinken, haben wir gemacht. Dann kostet die Ware plötzlich 5,99 Euro. Oder die Ware kostet jetzt 9,81 Euro. Würde aber aus Amerika kommen, Kalifornien, ohne zusätzliche Kosten. Kein Amerikaner schickt mir solch eine Ware für 6,18 Euro. Aus Amerika, also das klappt gar nicht, weil er am Zoll vorbei muss, ja, und so. Also, nee, Amazon schickt mir dann einen anderen Link, dieselbe Figur, nur einen anderen, auch aus Kalifornien, für 9,81 Euro. Ah ja. Kann er gar nicht sagen, ne? Ja, ne, der junge Mann hat das ja so mit live mitbekommen, ihr habt es auch live mitbekommen, wir forschen nach. Ne? Schauen wir mal, was da so rauskommt. Amazon, Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Und Amazon macht uns alle froh. Ja, ne? Jetzt gehe ich aufs Klo, ciao. So, wir haben also drüber diskutiert und wir recherchieren weiter. Wir sind der Meinung, mit dieser Figur fing das an. 6,18 Euro ging dann weiter. Ein Drubak für 5,99 Euro, keine Chance. Ein Drubak mit allem drum und dran von Hasbro. Wer Drubak kennt, die große Figur, 129, 126, kostet 99, wenn du Glück hast. Auch, aber 5,55 Euro, 5,99 Euro, also das. Aber jedenfalls merkwürdigerweise, dass dann Amazon schreibt, es wurde storniert, die Ware wird also nicht bezogen, wir geben eine andere Pfeilnummer. So, dann kriegt man eine andere Pfeilnummer und dann kostet diese Figur 9,81 Euro. Also irgendwas läuft da schief. Ich würde sagen, es ist ein schwarzes Schaf. Es lohnt sich, dieses schwarze Schaf aus den Vereinigten Staaten, ob das überhaupt stimmt, ob der wirklich aus den Vereinigten Staaten, ob der wirklich aus Kalifornien kommt. Ich meine, der Name war schon schwerst merkwürdig, könnte man gar nicht aussprechen, den Namen der Firma. Und auch jetzt heißen die komplett anders, also ziemlich, ziemlich merkwürdig. Und wir versuchen da jetzt zu recherchieren. Natürlich hätte ich gerne die Ware, bin ich ehrlich, für das Geld als Unternehmer. Wäre das ein Schnäppchen. Ja, wenn ich jetzt als Unternehmer, also wenn ich jetzt einen Anruf bekäme von Amazon, hör mal hier, kannst du einen Container haben, pro Stück 5 Euro, dann würde ich sagen, komm, schick 10 Euro, 15.000 Euro, dann könnte ich das verkaufen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und es war alles ein bisschen suspekt, weil ausgerechnet, wie ich einen Drubak gesucht habe, hat mir ein anderer einen Drubak angeboten, ja, fand ich schon merkwürdig, und dann kam plötzlich die, also es kann schon mal so sein,
dass das sicherlich diese ganze Elektronik des Verfolgens und so weiter sich das so einschleicht. Ne? Ja, also wie gesagt, schwer merkwürdig. Ob die reagieren werden, weiß ich nicht. Mal eben gucken, ob ich rein kann, ob ich schon online bin. Ja, bin ich nicht. Jetzt bin ich aber online. Es kommen Figuren, die günstig sind, also für die Preise. Die kommen aber direkt von Amazon, deswegen glaube ich denen, dass die Preise stimmen und dass da auch nichts schief läuft. Also heute wird die Figur, die ich gerade bestellt habe, versendet. Die anderen, die zeige ich euch. Also ich habe ja, ich suche ja Scarif Stormtrooper. Und ich habe immer, wenn ich Scarif Stormtrooper eingebe, dann kostet das zwischen 51, 61, 71 Euro so eine Figur mittlerweile. Die hat ja mal vor längerer Zeit 49,95 gekostet und davor, wie sie erschien, 39,95. Und jetzt sind wir schon bei fast 70, 80 Euro. Nur, jetzt heißt die komplett anders. Ich gebe euch mal durch, wie die jetzt heißt. Ist ein Scarif. Ist ein Scarif, aber die schimpft sich anders. Nennt sich Stem War Roar Trooper, kann ich gar nicht aussprechen. 1:12 Sail Plastic Model durch Toy Shop Japan Hobby One. Hobby One. Na, das konnte man noch lesen, aber das andere Stems. Stem Wolf, Lord, Trooper, Halb, Sail, Plastikmobil. Egal, wird durch Amazon geliefert. Schauen wir mal. Kostet 25 Euro und 4 Cent. So, mehr nicht. 25 Euro und 4 Cent. Ja, ohne Verpackung, ohne alles. Also zusätzliche Kosten. Ich werde berichten. Ich werde berichten. Wir werden uns das anschauen, was das ist. Also mit Star Wars. So eine merkwürdige Sache. Merkwürdige Sache. Wir bleiben aber am Ball. Wir schauen mal, was dabei rausgekommen ist. Wir unterhalten uns auch einige. Einigen ist es nämlich auch aufgefallen, dass da mit dieser Ware wohl was nicht stimmt. Also in dem Sinne, bleibt uns gewogen, wie wir euch auch gewogen. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr überhaupt zugeschaltet, eingeschaltet und zugesehen habt. Und wenn ihr auch so merkwürdige Sachen habt hier, wie 6,18 Euro, ein Drewbug. Ihr wisst, was ein Drewbug ist. Wer es nicht weiß, suche ich euch raus. Der Flame Trooper sollte auch 5,99 Euro kosten. Ist das hier der Drewbug? Ne, das sind die anderen. Das ist diese Kollektion. Mal gucken, wo der Drewbug ist. Ja, das war Onkel Owen. Onkel Owen war das. Hier, das hier mit dem, das ist ein Drewbug. Sollte 6 Euro, sollte von Hasbro, sollte 6,18 Euro kosten. Keine Versandkosten, kein gar nichts. Und komischerweise kriegen wir dann auch so einen merkwürdigen Link, der jetzt könnte ich alle, ich könnte jetzt alle nochmal bestellen. Jetzt würden die aber alle 9,81 Euro kosten. Also 6,18 Euro. 5,99 Euro, 9,81 Euro jetzt. Das kann vorne und hinten nicht stimmen. Wir werden Amazon weiterhin durchleuchten. Übrigens, unser Beitrag, also unsere lange Sendung über Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel, da wurden wir sofort torpediert. Also war schon merkwürdig. Also das hat, wird ja kontrolliert, das wisst ihr ja. YouTuber werden kontrolliert, ob die Beiträge, und das wird auch gesehen, ob man doppelt gesendet hat oder irgendwelche Sachen da drin hat, die halt angeblich von Dritten wären. Also jeder Beitrag wird auf eine Art kontrolliert. Und wir wurden sofort, das mochte man also nicht. Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Das gefiel denen irgendwie nicht. Ne? Weil wir sind ja nun mal Business, wir arbeiten ja auch mit Werbung und alles. Haben die dann das nicht so gerne, wenn man mal darauf zielt. Aber das muss ja auch mal sein. Das muss ja auch mal sein, dass man Kritik übt und sagt, ey Leute, hier stimmt was nicht, da müssen wir was ändern. Ne? Also da läuft was aus dem Ruder, so wie diesen Vorfall jetzt hier mit diesem, der uns hier jetzt ein bisschen foppt.
Also, ne? Das Problem ist halt Bankeinzug. Ich will nicht hoffen, dass die mir jetzt hier die 61,80 Euro, ich habe ja 10 Figuren bestellt, die 61,80 Euro abgezogen haben und dann sich, ich meine, wenn sie mit allen machen und dann verschwinden, ist das auch nicht schlecht. Sogar 1 Euro von ihnen. Ja, wenn ich jetzt, sagen wir, den Obi-Wan Kenobi 15 cm von Hasbro für 1 Euro anbiete und nachher storniere, ist der Euro weg. Bei 1 Million Klicks, Punkt 1 Euro, meine lieben Freunde, kann man auch satt werden, wenn ihr versteht, was ich meine. So, regen wir uns auf? Nein, grüße euch, grüße. Regen wir uns auf? Nein, wir regen uns nicht auf. Also Amazon, ab sofort gibt es bei uns nur noch Einzelhandel stirbt. Ich liebe der Einzelhandel und wir lieben Amazon. Ja, wir lieben Amazon und kaufen auch nur noch bei Amazon. Weil da muss ich mich aufregen. Puh. Irgendwann verkaufe ich das dann eben auch online. Ich mache mir jetzt einen Warenbestand hier, kaufe jetzt online, bin ja ab sofort nur noch Fan. Ich reg mich da nicht mehr auf. Da habt ihr auch gar keine Lust mehr drauf. Ne? Unbox-Video, wunderbar erschienen. Ihr regt euch ja jedes Mal auf, weil Amazon so schlecht liefert. Mir fällt dann halt nur auf, so wie jetzt, wieder mal total überklebt. Ja. Ah, die liebe Ren. Sabine Vren. Vren, nicht Ren, sondern Vren mit W. Ne, die Sabine. Ich finde die stark. Wunderbar gemacht, die Figur. Die sieht sowas von klasse aus. Verpackung ist auch okay. Ja. Ja, Verpackung ist auch okay. Ja, gefällt. Ne? Ab sofort mache ich I Love Amazon Box Unbox Videos. I Love Amazon Unbox Video. Und wieder habe ich eine tolle Figur, die ich nicht verkaufe. Gekostet 32, ohne Porto, ohne alles, Prime, 32,95. Diese Figur hat, wie gesagt, 32,95 gekostet. Also ich stelle fest, sie hat mehr Brust. Sie hat also mehr Brust wie bei Rebels. Also ist eine richtige Frau. Sieht auch klasse aus, mit ihren Haaren und so. So gefällt mir. Auch dieses Lächeln hier. Ja, wäre jetzt Amazon. Verliebt. Ich liebe jetzt Amazon, I love Amazon und Sabine Wren. Ich habe eine ganze Menge eingekauft. Dauert fast einen Monat, bis das hier ist. Und zwar gute Scarys von Bandai. Von der Firma Bandai habe ich diese Scarys und so weiter. Ich will die mal testen, wie die aussehen. Ich sammle jetzt quer durch den Garten hier jede Woche eine Figur. Vielleicht einmal im Monat so eine Sideshow-Figur. Muss ich mal gucken. Kann man ja nicht immer. Ich verdiene ja nicht pro Sekunde 10 Euro wie Amazon. Ich verdiene pro Sekunde 5 Cent. Ist ja wohl ein kleiner Unterschied. Ne? Dann gebe ich die auch noch aus. Ja, dann gebe ich die auch noch aus. Ich habe jetzt für ein paar hundert Euro eingekauft. Und ja, ich habe mich in die Figur hier verliebt. Ne? Ich finde die Figur klasse. Ich meine, die kann gut malen, hat das schwarze Schwert, ne, den Black Saber da. Führt eine ganze Sache an da. Ist für die Rebellion. Das ist eine wunderschöne Figur, sieht wunderschön aus. Die hänge ich mir gleich hin. Karton ist auch okay. Mir fällt nur auf, dass man das hier unten, wie gesagt, zugeklebt wird. Ihr wisst ja, bei Google kann man die Figuren ja erkennen. Dann gibt man das ein, werde ich einfach mal hochfriemeln und gucken, welche Karton dann wirklich da drin gewesen wäre oder so. Oder warum die ISN-Nummer da überkleben. Die Figuren werde ich sicherlich irgendwann mal billiger irgendwo kriegen. Ich muss mal suchen. Den einen da, wissen wir ja, der verkackeiert. Ja? Also der lügt. 5,55 Euro. Also keiner kriegt die in Amerika für 5,55 Euro nach Deutschland geliefert. Also ist nicht. So, wen haben wir denn da noch? Wir haben natürlich noch eine Figur. Sonst hätte ich das Video gar nicht angemacht. Für eine Figur mache ich auch das Video an demnächst. Also I love Video. Nein, I love Amazon. Also I love Amazon. Das ist die neue Geschichte. Scheiß da auf den Einzelnen, ey. Lass den doch kaputt gehen. Ich bin nur so sauer, dass die IHK 500 Euro haben will und ich frage mich wieso. Ne? IHK will Geld haben. Mhm. So, da kann ich überhaupt nicht. Ne? Ich habe ja nochmal Glück gehabt, bin da ziemlich tief mit dem Messer eingedrungen, aber hatte nochmal Glück. Auch das hier ist wunderbar verpackt. Ne? Wunderbar verpackt, kam wunderbar an. Wir müssen jetzt mal aufhören mit der Negativität. Ne? Die Negativität müssen wir jetzt mal aufhören, weil we love Amazon. Ne? Ja. Ah, herrlich.
Gut. Ja, das ist von Jack Pacifics. Jack Pacifics hat da aber Kopf ist ziemlich starr, kann sich nicht bewegen, also bewegt sich überhaupt nicht. So, musste mal ein bisschen locker machen, war ein bisschen verklemmt. Ist klar. Schönes Tuch, natürlich hauchdünn, aber trotzdem schön verarbeitet. Sieht ja richtig diabolisch aus, die Captain Pasma. Also ich müsste man ja sagen, die Captain Pasma, ne? Und nicht der Captain Pasma, ne? Oder nur Captain Pasma, genau, nur Captain Pasma. Wir wollen ja nicht mehr weiblich oder männlich sein, ne? Gut, ist ziemlich starr, ist also nicht beweglich, ist eine wunderbare Stehpuppe, ne? Ja, ist jetzt nicht so silbern, wie man sich das hätte vorgestellt. Müsste man vielleicht nochmal nachzeichnen oder so. Ist aber alles beweglich. Boah, ist die hart. So, ne, alles beweglich hier. Zack, knickknack. Ja, so. Guck ich mal, ob du den. Ja, den Blaster ist auch da. Ne? Auch in seiner Farbe, in ihrer Farbe. Ja, ne? Ja, ist okay als Stehobjekt. Ja. Also ich mag die ja so hier in dem Raum, dass die im Raum stehen. Gut, ist nicht allzu silbern, ne? Ist ein bisschen komisch, ne? Auch für das Geld, ne? Für 19 Euro kann man nicht meckern. Aber es ist ein Wheel auf Amazon. Haben wir jetzt bei Amazon erstanden, das gute Stück. Müsste man also, ja, ist ein bisschen grau, ne? Ja, ein bisschen grau, aber wirkt trotzdem. Ist also nicht so silbern, wie wir uns das hätten vorgestellt. War auf dem Foto, sah das ein bisschen anders aus, aber ist okay. Also mehr Figuren kommen heute nicht. Es kamen zwei. Die anderen kommen jetzt, sind unterwegs in einem Monat. Aber die für 5,55 € und die für 6,18 € kommen natürlich nicht, ist klar. Also das haben wir wirklich verfolgt. Plötzlich kam 9,81 €, war auch Quatsch, totaler Quatsch. So, die anderen Japaner da, die ohne Zusatzkosten da den Scarabs, also jetzt kommen Scarabs kommen, ach wie die alle heißen, werde ich euch zeigen, was da kommt, aber das wird dann im August sein. So, ihr seid zusammen recht herzlich willkommen bei der neuen Sendung We Love Amazon. Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. So, ja, We Love, vielleicht mache ich irgendwann mal so ein Schild da, wir sind Amazon. Ja, ja, irgendwie, ne? So ein Schild am Fenster, wir sind Amazon, wir haben Amazon-Sachen, hier können Sie Amazon-Sachen kaufen, ja, wir verkaufen Ihnen Amazon-Sachen, wir bestellen Ihnen Amazon-Sachen und hier könnt ihr die dann vor Ort abholen und so weiter und so fort, ne? We love Amazon. So, wir hören jetzt auf, was sollen wir uns aufregen, Amazon verdient pro Sekunde 10 Euro und ich 5 Cent. Ja, 5 Cent und ich nicht oder aus für Püppchen. Ach herrlich, ja. Warum nicht? Hauptsache man hat sie. Man hat sie alle da. Ne? Genial. Ne? Ist klar. Pasma kommt jetzt, Captain Pasma kommt jetzt neben Kylo Ren. Ist ja klar. Gehört sich so. Ne? Und dann können die dann hier in der Stube hier rumstuben. Ne? Ist klar. So, immer meine Unbox-Videos heute kurz und knapp, wenn sie euch gefallen haben, wieder einschalten. Wenn es wieder Figuren gibt zum Anstauen. Also wie gesagt, es kommt Bandai. Ich habe jetzt Scarabs mal bestellt, weil die sind alle weg. Sündhaft teuer, ist mir auch egal. Und egal. Also einmal im Monat werden da mindestens 1000 Euro für Puppen ausgegeben. Einmal im Monat, das reicht. Oder jede Woche eine Figur. Mal schauen. Jetzt habe ich den ganzen Monat nachgeholt, in dem Monat Juni verabschiedet sich. Hiermit verabschiede ich mich auch aus dem Juli 2017. Dieses Video wurde gemacht 2017 im Juli. Wir haben jetzt hier wieder zwei Figuren und, ne, und sie hier gefällt mir. Sie gibt es zwar noch nicht live, noch nicht real. Ne? Real gibt es sie noch nicht. Aber das ist Ren. Ne? Heute Abend, nein, morgen Abend am Samstag. Am Samstag schaust du mir wieder an. Wenn es dann wieder heißt, die Rebels. Ja. Ja, die anderen Figuren sahen nicht so aus. Also sie hier wirkt. Also sie wirkt, sieht aus. Der Panzer, das wirkt. Der Helm, ja. Gut, jetzt bitte man die noch nachkolorieren.
Es gibt ja Spezialisten, die nachkolorieren können. Ja. Aber muss ich mal gucken, ob ich da jemanden finde, der die nachkoloriert. Ja. Wie gesagt, ich verkaufe sie nicht, weil ich kaufe nur bei Amazon. Ich verkaufe auch nicht. Vielleicht verkaufe ich irgendwann mal die ganzen Sachen, weil ich da auch angesprochen wurde. Ja, irgendwann verkaufe ich die Sachen auch. Bei Amazon könnt ihr sie dann bestellen und dann könnt ihr sie dann haben. Im Moment bestellt ihr ja selber bei Amazon. Wir sind ja die Amazon Freaks. Ja genau, die neue Rubrik. Wir sind die Amazon Freaks. Wir kaufen nur bei Amazon. Wir sitzen jeden Tag da. Ja, mir ist aufgefallen, Amazon ist wie die Börse. Ja. Sabine Wren, wie gesagt, ist teuer. Knapp 40 Euro. Ahsoka war teuer. Über 40 Euro. Kostet jetzt nur 29,80. Amazon ist eine Börse. Wie gesagt, ihr müsst immer gucken, immer gucken. Wenn ihr zu viel klickt, ist euch vielleicht schon auch aufgefallen, dann wird es immer teurer. Ja, also wir wollten gestern ein Gerät kaufen für 399,95 und dann haben wir es nochmal gesehen für 365. Gestern kamen wir nicht dazu, aber da wir den ganzen Tag da am Rumklicken waren, heute 429. Heute kostet das Gerät 429. Ich sag ja, wie eine Börse da. Also keine Ahnung. Es ist, also Amazon ist, Amazon bleibt eine Börse. Und ich bin öffentlich gegen die IHK. Ich habe keine Lust, die IHK zu, in ihrem Zwang zu bezahlen. Wofür? Die tut nichts für mich. Die tut nichts für mich. Gar nichts. Die IHK tut gar nichts. Und deswegen bin ich öffentlich gegen die IHK. Tut mir leid. Die tut nichts, macht nichts, klaut einem nur Geld. 500 Euro wofür? Wofür? Keine Ahnung. Krieg ich nichts. Ich will auch die Zeitung, will ich nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Nur damit die da eine Berechtigung haben, Armani-Anzüge zu tragen. Die Berechtigung habe ich nicht. Mag ich nicht. Dann trage ich lieber hier solche Uniformen. Ne? Ist klar. Captain Rex meldet sich ab.